Ja, nochmal eben eine Schleifrolle rein. Man kann das auch mit der Hand machen. So, jetzt werden wir noch mal eben den anderen Dremelchen nehmen mit unserem Zahnarztbohrer. Und hier machen wir jetzt noch mal ein Loch rein für die Kabel. So, was macht jetzt Sinn macht, von innen noch mal einmal anschmiggeln. War aber hier nur ein Ballon drin, aber mit ein bisschen für die Rundung kann man sich einfach das Band auch ein bisschen aufrollen hier noch mal. Wer sich das so nicht zutraut, kann das auch um Holzstab wickeln. Hat man einen schönen kreisrunden. So. Etwas Schmirgelein um so einen Holzstab und ich habe einen kreisrunden Schleifklotz. Also man braucht da nicht unbedingt irgendwas käuflich erwerben. Das geht auch so. So, was wir noch brauchen ist, ja, ich würde immer meinen Akku, den ich haben möchte, und meinen Empfänger in so einen Rumpf vorher einpassen. Nicht, dass ich dieses Servobrett zu weit nach vorne einklebe und ich da nichts mehr reinkriege, ne? Oder nicht wieder rauskriege. Das macht wenig Sinn. So, ihr seht, ich fliege Graupner noch hot. Will ich keine Werbung machen. So, dann nehme ich hier mal ein Stück Klebeband. So, und dann gehe ich hier. So ist Platz genug. So kriege ich den Empfänger, glaube ich, wieder raus. Ne, noch ein bisschen nach hinten. So, kriege ich das alles raus. Mache ich hier mal eben eine Markierung hin. Hier sollte mein Servobrett nachher eingeklebt werden. So, was ich dann als nächstes mache, ist auch, wir kleben auch gleichzeitig nachher so ein kleines Bodenzugröhrchen mit ein. Das muss gar nicht ganz so lang sein. Es sollte aber an den Schrauben vorbeigehen. Der Sinn ist dafür, dass mir mein, wenn ich mit einem Ballast fliege, dass mein Ballast nicht sich hier irgendwo in meinen Draht einhakt. Deswegen klebe ich dieses Röhrchen ein. So, das schleifen wir auch nochmal eben ein. Das kleben wir mit dem gleichen Harz ein. So, das kann hier hinten ruhig lose im Rumpf sein. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, aber ich kann das einmal hier an der Seite ankleben und kann von hier oben auch noch einen Tropfen reinmachen. Dann passt das schon. So, das
So. Ich mache hier jetzt auch noch ein bisschen Harz noch mit drauf. Dann saugt das Holz, saugt nachher sonst so viel weg. Hier auch noch ein bisschen reinmachen. So, das Servo habe ich deswegen da drin, damit ich weiß, wie tief ich mit meinem Rudermaschinenbrett muss. So haben wir gesagt. So wollen wir das machen. Ja. So, und da werden wir jetzt noch doch mal eben an den Teerstreifen rumkleben. Das muss ein bisschen auch Spannung bringen, den Kram. Achso, da fragt sich jetzt einer, der hat ja nur ein Servo da drin. Ja, ich gebe ganz ehrlich zu, ich fliege immer ruderless, also sprich, nur habe kein Seitenruder angelenkt, weil sich das für mich nicht lohnt, weil ich das nicht kann. Also ich fliege, habe irgendwie nie vernünftig gelernt, mit Seitenruder zu fliegen. Außer in der Großfliegerei, da brauche ich das immer. Sonst schiebe ich, aber hierbei... So, jetzt haben wir hier. So, jetzt nehme ich mein Gemisch nochmal. Trage das hier nochmal aus. Der Vorteil ist, jetzt mache ich mir hier wie so eine Raupe rein. Also bis jetzt habe ich trotz einiger Einschläge, eigentlich glaube ich ein einziges Mal ist das Brett mal rausgeflogen. Jetzt schön mit dem Stab machen, der hat ja so eine Rundung unten dran. Das sieht dann auch vernünftig aus. Aber wer ganz gut ist, hat vielleicht auch schon seine Haube fertig und kann den Rest hier auch noch für den Haubenstab benutzen. Also schmeißen wir nachher auch nicht so viel weg. Seite noch mal eben. Was man noch machen kann, um das noch mal ein bisschen glatt zu ziehen, vielleicht einmal mit dem Pinsel noch mal rüber. So, jetzt nehme ich meinen Bauanzug. Also was noch eigentlich sinnvoll wäre, Handschuhe anzuziehen. Aber ich bin heute mal so ein kleiner Schmutzfink. So, der Vorteil des Lochs hier ist, jetzt kann ich hier auch noch ein bisschen einarbeiten. Das hat eigentlich nicht viel zu halten, sondern es ist nur für den Schutz des Drahtes nachher, des Anlenkungsdrahtes. So. So, unser Brett ist drinne, unser Drahtschutz ist drinne. Ja, das nächste, was man am Rumpf machen müsste, ist,
wenn die Fläche fertig ist, die beiden Gewinde machen wir beim nächsten Mal. Den Rumpf auf Länge bringen und die Leitwerke montieren. Machen wir als letztes. Und jetzt musst du wirklich sagen, Jan, die müssen subscriben und die Glocke drücken. Weil sonst funktioniert das unter YouTube nicht. Was ist denn Glocke drücken? Ja, das ist so ein Symbol, was man unten ankleben muss. Ach Mensch, du Leute, ihr kommt hier mit ausländischen Worten, da komme ich ja gar nicht mit klar. Lass das mal lieber. Wie heißt das noch bei anderen YouTubes? Liked uns. Und so, und jetzt ist Norberts Frau da, jetzt muss er nach Hause.